schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich bin gerne. Der U-Bahn gekommen. Kennst du Desaster? Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, was er tut. Aber ich muss zugeben, vorher kannte ich ihn nicht. Wie war es andersrum? Klar, kannte ich das Gesicht auf jeden Fall schon. Aber ich habe mich jetzt natürlich im Vorfeld dieses Interviews auch noch mal intensiver mit Frau Sulin auseinandergesetzt. Jetzt hast du eine gute Vorbereitung gemacht und jetzt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gibt es so die erste Frage, die dir gleich unter den Nägeln gebrannt hat? Ja, die erste Frage ist gleich eine kritische Frage. Ich zitiere von Ihrer Seite: Die unverzichtbare Grundlage einer freien Gesellschaft ist und bleibt die Toleranz. Nur dort, wo jeder sich frei nach seinen Talenten und Fähigkeiten entfalten darf und der Mensch frei ist von Furcht und Zugang, gibt es wahre Freiheit und echte Chancen zur Selbstverwirklichung. Was tut die FDP dafür? Für Selbstverwirklichung, für Chancengleichheit, für die Förderung von Talenten, also konkret. Da ist das große Thema wirklich Bildung. Also das ist ja wirklich das Medium, mit dem ich Menschen wirklich ermögliche, eigene Talente zu finden, sie auch zu nutzen, Chancen zu leben, die Träume, die Ziele, die man sich für sein Leben gesteckt hat, die auch zu verwirklichen. Und deswegen ist für mich, für uns Bildung das allergrößte und das wichtigste Thema. Wir wissen ja, jedes Kind hat Talente, hat irgendetwas, was es wirklich gut kann. Und es gilt eben herauszufinden, was das ist und das zu fördern. Mich interessiert als Laien, wieso vor 40, 50 Jahren ganze Haushalte von einem Gehalt leben konnten und warum das heute nicht mehr möglich ist. Die Ansprüche sind natürlich auch bei vielen extrem gestiegen. Also wenn ich mir mal angucke, wie mein Vater und meine Mutter aufgewachsen sind, selbst wie ich noch aufgewachsen bin, das ist schon anders. Das hat sich schon verändert. Die Einkommen, die sind schon massiv gestiegen. Aber da kriegt man ja auf der Straße nichts von mit. Also überhaupt nichts. Ich meine, die Zahl derer, die Pfandflaschen sammeln und die Zahl derer, die Sportwagen fahren, korreliert ja augenscheinlich. Da muss man nur einmal auf die Straße gucken. Ich bin jetzt 23 Jahre alt und das ist in den 23 Jahren sind beide Zahlen gleichermaßen stark gestiegen. Da gibt es Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum das so ist. Es gibt Menschen, die einfach durchs Raster gefallen sind, wo es Krankheiten gibt, Suchtkrankheiten, psychische Krankheiten, einfach Lebensschicksale, die sie völlig fertig gemacht haben. Die gibt es ja, die auch teilweise keine Hilfe mehr annehmen können oder wollen. Die gibt es tatsächlich. Es gibt auch Menschen, die einfach ja, durchs Raster gefallen sind. Und ich finde, dazu ist wichtig, dass wir einen starken Sozialstaat haben, der sich aber wirklich um die kümmert, die es wirklich nicht aus eigener Kraft schaffen. Und dass man aber von allen anderen, die das alleine schaffen könnten, auch verlangt, dass sie es tun. Ich möchte, dass die Menschen was tun für sich, für ihre Familien, für die Gesellschaft. Ja, das ist doch das, was man am Ende auch will als Mensch. Wir leben ja in einer Gesellschaft, zweifelsohne in einer Gesellschaft, in der man sein Selbstwertgefühl zu einem großen Teil zu Recht auch über Arbeit definiert und profiliert. Und gerade vor dem Hintergrund finde ich es total nachvollziehbar, wenn man sich auch anguckt, wie viele der Leute, die Hartz IV empfangen, psychisch krank sind, weil natürlich so ein grundsätzlicher Minderwertigkeitskomplex wird auch ein bisschen die Schuld umgekehrt, dass man das Opfer ganz oft in allen möglichen Medien und auch die Politik, FDP gerne mal vorne dabei, das Opfer zum Täter macht. Ich hätte dazu eine neue Frage, die sagen. Wie das Opfer zum Täter macht? Das Opfer zum Täter macht, dass jetzt mal salopp gesagt, ein Hartz-IV-Empfänger ein Schmarotzer ist, Wohlfahrtsstaat, dass Arbeitslose irgendwie ihren Scheiß nicht auf die Reihe kriegen. Aber so eine Aussage würde man von der FDP nie hören. Würdest du auch von mir nie, nicht. Mal, nee, auch nicht gefühlt. Da muss ich jetzt mal eingreifen, weil das kann ich so echt nicht stehen lassen. Gut, dann muss ich Sie zitieren einmal. Die meisten Menschen wollen und können ein selbstbestimmtes Leben in eigener Verantwortung führen. Leider entsteht so oft der Eindruck, unser Sozialstaat bietet dazu eine bequeme Alternative, indem er den, der dies vorzieht, wie ein unmündiges Kind an die Hand nimmt und durchs Leben führt. Ich lehne dies ab, es schadet unserer Gemeinschaft. Genau. Und jetzt frage ich, sind 409 Euro Hartz IV Regelsatz eine bequeme Alternative? Eben, das ist ja genau das, was ich sage, weil das eben keine bequeme Alternative ist. Exakt, das sagen die Linken, dass das bequem ist. Tun wir noch mal ein bisschen was drauf und das ist eine bequeme Alternative. Ich sage, das ist keine bequeme Alternative. Ich will alles tun von der Politik, dass Anreize geschaffen werden, dass die Menschen rauskommen aus dem Transferbezug. Die strukturelle Gewalt, die dieses System ja faktisch jeden Tag ausübt, wenn die irgendwie 8 Menschen so viel haben wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, wenn Deutschland in Milliardenhöhe Waffen exportiert, wenn Zwangsräumungen passieren, Zeitarbeitsfirmen. Diese strukturelle Gewalt, wo ist da Ihre Empörung, Ihr Aufschrei? Warum echauffieren Sie sich da nicht in dem Maße? Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht den Satz teilen, dass Zeitarbeit irgendetwas mit dem Ausüben von struktureller Gewalt zu tun hat. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, würde ich mir auch mal wirklich empfehlen, sich die Zahlen mal anzugucken.
Zeitarbeit ist für viele der Weg zurück ins Arbeitsleben. Jeden, also den, so ich kenne, jeden den ich kenne, ist eine Katastrophe. Ich kenne so, viele, die in Zeitarbeit kenne ich waren, so viele eine andere. Nee, das ist völliger Unsinn. Zeitarbeit, das wird immer so dämonisiert. Das sind Menschen, die bekommen dann vernünftigen Lohn. Wir haben auch inzwischen ja Gesetze, wo man sehr schnell auch angeglichen wird, was den Lohn angeht, mit der ursprünglichen Belegschaft. Also zu tun, als wäre das eine strukturelle Gewalt, halte ich für so maßlos überzogen und finde ich ja mit der Realität nichts zu tun. Gut, ist geschenkt. Dann nehmen wir Leiharbeit mal raus und die anderen strukturellen Gewalten. Was ist vernünftiger Lohn? Die Frage hat er ja zwischendurch gestellt, die wollte ich mit aufnehmen. Ein vernünftiger Lohn definiert nicht die Politik. Unser Land ist groß geworden dadurch, dass wir eine Tarifautonomie haben und Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinschaftlich einige festlegen, was der richtige Lohn ist. Ich halte das für absolut richtig, das auch weiterhin so zu tun. Das war keine Zusatzfrage. Wie gilt es denn für die andere strukturelle Gewalt? Die Zeitarbeit ist von mir aus geschenkt. Was jetzt? Warum, wo ist da Ihre Empörung? Waffenexporte zum Beispiel. Ich bin strikt dagegen, dass man Waffen exportiert in Krisengebiete. Okay, aber da schimpfen Sie nicht über Waffen, da stellen Sie sich nicht hin und beschimpfen Leute, die Waffen exportieren, wie Sie Leute beschimpfen, die Autos anzünden. Warum nicht? Also wo ist da ich der... Ich versuche insgesamt Autos keine anzünden, Leute zu beschimpfen. Als Waffen exportieren. Aber Sie wollen als Liberale mit antirassistischem Standpunkt nicht wirklich rechte und linke Gewalt in genau den gleichen Topf werfen. Gewalt ist Gewalt. Ja. Ist mir ganz egal, ob jemand aus einer rechten oder linken Gesinnung jemanden die anderen urinieren auf Flüchtlingskinder an der Bahn. Und das ist da hat dieses Land einen wesentlichen Mentalitätsunterschied, wenn man das in einen Topf schmeißt. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge, aber ob mir ein Rechter oder ein Linker ein Auto anzündet, ist mir ziemlich wurscht. Bist du politisch in einer Partei irgendwie engagiert gewesen Nein. in deinem Leben schon mal? Nein. Kannst du dir sowas Ich finde den parlamentarischen Weg wichtig. Es ist ein wichtiges Mittel der Politik, der ich mich zugehörig fühle. Ich glaube aber, dass der Parlamentarismus auf jeden Fall nicht alles ist. Und ich glaube auch, dass auf parlamentarischem Wege die bestehenden Verhältnisse nicht abzuschaffen sind. Aber dann engagier dich, dann mach was, dann mach mit. Ich engagiere mich, ich mach was. Aber ich finde, Kritik ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Das ist ein wesentlicher Aspekt der Demokratie, dass Sie laufend kritisch hinterfragt werden. Und da fühle ich mich dann auch manchmal in der Opposition auch wohl und finde auch, dass ich da schon auch meine Arbeit leiste, auch mit meiner Musik. Warum sollte man wählen gehen? Weil man nur, wenn man wählen geht, tatsächlich auch Einfluss nehmen kann, weil man dann auch in dem parlamentarischen System, was wir haben, seiner Stimme oder dem, was dem Programm, der eigenen Haltung am nächsten kommt, dann auch irgendwo ein Gewicht verschaffen kann. Wer nicht wählen geht, der hat schon verloren. Also der kann sich erst recht nicht einmischen. Deswegen ist es ganz wichtig. Da kann ich Hagen Rether zitieren, ist es halt so, dass wählen gehen ist wie Zähne putzen. Wenn man es nicht macht, wird es braun. Und alles ist besser als braun und vor dem Hintergrund auf jeden Fall wählen gehen. Ich hoffe darauf, dass wir hier mit der kleinen Runde auch dafür sorgen, dass der ein oder andere mehr wählen geht. Ich bedanke mich bei dir für diesen intensiven und sehr gut vorbereiteten Austausch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ne? Ich fand es super. Spaß gemacht. Und vielen Dank, Katja, dass du das mitgemacht hast. Euch vielen Dank, bis zum nächsten Mal.